Hallo Leute und herzlich willkommen, wolltet ihr nicht auch schon immer mal wissen, wie ein Kind von Trümatsch und Rebet aussehen würde, oder von Paluten und Anide Duck, oder sogar von Monte und von mir? Nein? Ich auch nicht, lol. Viel Spaß und lasst einen Like da. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Ich brauche überhaupt keine Kopfhörer, weil wir nämlich heute was ganz Besonderes machen. Und zwar kennt ihr sicherlich alle die Face-App. So, wir wissen alle schon, ich glaube, ich habe schon 3-4 Videos mit dieser Face-App gemacht. Aber eine Sache, die möchte ich jetzt an der Stelle nochmal wissen. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal mit euch gemacht. Ich würde gerne wissen, wie die Kinder von verschiedenen Streamern und YouTubern aussehen. Und wir haben letztes Mal eine Menge Leute vergessen. Gerade aus dem Twitch-Bereich gibt es sehr, sehr viele Charaktere, die ich beim letzten Mal irgendwie gar nicht am Schirm hatte, beziehungsweise es irgendwie nicht ins Video geschafft haben. Und deshalb, meine Freunde, gehen wir jetzt hin und probieren mal ein bisschen rum und schauen, wie eventuell die Streamer-Kinder von verschiedensten Streamern aussehen würden. Es wird auf jeden Fall eine wilde Nummer. Wenn ihr Bock auf mehr solche Videos habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Gameplay ist ab jetzt zu sehen. Wir fangen auf jeden Fall an mit Trymax gemeinsam mit einem weiteren, ja, wie soll ich sagen, mit einem weiteren wunderschönen Menschen. Wir nehmen uns erstmal den guten Trymax, gehen also hin und nutzen jetzt hier einen bestimmten Filter. Und zwar nicht irgendeinen Filter, sondern einen Our Kids Filter. Das heißt, ich kann jetzt quasi von der Gallery picken, mit wem Trymax ein Kind bekommen soll. Ich glaube, das geht sogar ganz gut mit Männern. Das versuchen wir aber später mal. Ich würde erstmal sagen, ich würde unglaublich gerne wissen, wie das Kind von Trymax und Reefed aussieht. Also nicht, dass es dazu irgendwann kommen würde und nicht, dass wir das den beiden wünschen würden, weil Trymax ist in festen Händen und Reefed ist auf Madeira und ich glaube, das ist auch gut so. Aber trotzdem würde es mich einfach mal interessieren, was der genetische Pool da so aus den beiden macht. Und ich meine, im Endeffekt, also so ein kleiner Trymax, ich glaube, das wäre schon süß. Ja, hier sehen wir uns. Oh mein Gott, hier sehen wir auf jeden Fall die Ergebnisse, Leute. Und ihr seht es gerade selber, es ist, ja, ich meine, der Boy sieht absolut, absolut chillig aus, glaube ich. Komplett normal, man sieht auf jeden Fall eine Menge von Maxga im Gesicht. Und von Antonia nur so ein bisschen die Augenbrauen und die Augen ein Stück weit. Max hat sehr, sehr viel markante Gesichtsform vorgegeben. Das Girl auf der anderen Seite, no front, aber ich glaube, ihr werdet besser damit aufgehoben, wenn ihr dann doch einen Jungen bekommt. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir versuchen das nochmal und gucken mal ganz kurz, wie das in dem anderen Our Kids Filter aussieht. Nämlich da ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass die beiden ein bisschen älter sind, die Kinder. Und ich würde sagen, wir schauen da mal ganz kurz rein. Links der Typ sieht auch wieder relativ normal aus, glaube ich. In dem Falle jetzt hier eigentlich super, super chillig. Der sieht aus wie Smiley. Ich weiß nicht, ob ihr Smiley hier den Bro kennt von Crispy Rob. Und rechts das Mädchen, das hat, also ich habe das Gefühl, dass alles, was an guten Genen in das Kind reingeht, glaube ich, von Antonia kommt. Und alles, was an nicht ganz so passenden Genen vielleicht von, also no front, aber vielleicht dann doch von Trymax-Seite kommt. So viel auf jeden Fall dazu. Interessant. Wir schauen mal, wie das Kind von Maxify und Gnu aussieht. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Maxify und Gnu. Sicherlich, glaube ich, eine ganz interessante Paarung, denn die beiden sind extrem hübsch, extrem attraktiv. Also nicht, dass Trymax jetzt nicht hübsch und attraktiv wäre. Ihr wisst, wie ich das meine. Trymax ist einer der schönsten Männer der Welt für mich. Aber ich bin mal gespannt, wie hier die Kinder aussehen. Denn, also auch an der Stelle, wie gesagt, ist... Ja, also das Girl sieht wirklich, also das Mädchen der beiden, das sieht extrem gut aus, würde ich fast schon sagen. Da merkt man wieder sehr viele Gene von Gnu. Der Junge sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus, der hat nur da irgendwie so ein Horn im Kopf und ich glaube, da ist irgendwie ein bisschen was von Gnus Horn, also ihr seht das ja hier, glaube ich, irgendwie mitten in den Kopf reingekommen. Aber an sich auf jeden Fall sehr attraktive Kinder. Wir switchen mal ganz kurz die Rollen. Es kommt immer darauf an, wer auf welcher Seite ist, wer dann quasi das Dominante oder das Rezessive, das andere Gen ist. Ja, an der Stelle wieder das Mädchen von Maxify sieht ein bisschen aus wie die Schauspielerin von Arya von Game of Thrones und rechts Maxifys und Gnus Sohn sieht einfach aus wie ein gottverdammtes Hollywood-Model, was ich mir hätte nicht schöner erträumen können. Das ist also wirklich, der Bro sieht absolut, absolut gut aus und ich glaube, das wäre keine schlechte Idee, wenn die beiden nicht, wie gesagt, schon irgendwie anderweitig, ich meine, Gnu ist in einer festen Beziehung und was macht Maxify? Ach, scheiß drauf, komm. Machen wir weiter, meine Freunde. Wir schauen mal ganz kurz, wie das Kind von, wisst ihr was? Ich schaue einfach mal ganz kurz, wie das Kind von mir und Montana Black aussieht. Ganz ehrlich, ich glaube, das wollen sehr viele Leute wissen. Das wollen sehr... Ich habe absolut das schrecklichste Foto der Welt von mir rausgenommen. Dafür aber auch ein sehr schönes Foto von Monte. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Kind von Monte und mir aussehen würde. Gut, rein biologisch könnte das eventuell ein wenig schwierig werden. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, dann haben wir zumindest schon mal einen Anhaltspunkt. Oh nein, oh nein, oh nein. Links der Junge sieht aus wie jemand, der einfach... Digga, wieso schiele ich denn so? Ich schiele ja auf dem Bild komplett, ich sehe das gerade. Also links der Junge sieht aus wie ein bisschen wie Escation, also so wie Tori, also... Nur mit einer Kappe und ohne Bart. Und rechts das Mädchen, ja, das schielt halt einfach komplett, Digga. Das ist wie ein Opossum. Wir schauen mal ganz kurz, wie es andersrum aussieht. Ich meine...
Actually sähe unser Girl und unser Boy wirklich gut aus in der Paarung, wenn ich die Mom wäre und Monte der Dad. Andersrum allerdings passt da irgendwie gar nichts. Gut, Monte, wenn du Bock hast, hit me up. Bisschen Kindergeld kann schmecken. Ich würde sagen, wir lassen das an der Stelle aber trotzdem mal. Und schauen einfach mal, wie das Kind von Annie the Duck und... Wir nehmen Paluten, Leute. Wir schauen mal, wie das Kind von Annie the Duck und Paluten aussieht. Auch beides sehr attraktive, gut aussehende Menschen. Ähnlich so wie Monte und ich. Wahrscheinlich, oder? Okay, links das Kind sieht wieder ein bisschen aus wie Arya von Game of Thrones. Und rechts der Junge, der hat, glaube ich, einfach die Kette von Annie an und ein bisschen was von Palutens Haare mitgenommen. Sehr viel feminine Gesichtszüge bekommen. Interessante Paarung auf jeden Fall. Wir drehen das Ganze noch einmal um und schauen uns mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Es ist verrückt. Man muss sich mal vorstellen, dass rechts der Bro aktiv geschminkt ist auf jeden Fall, aber trotzdem extrem attraktiv aussieht. Damn, und links das Girl auch. Also ich glaube, Paluten und Annie the Duck, wenn ihr das seht, also vielleicht connectet ihr euch mal und, also, ich meine, ne, also macht einfach, wie ihr wollt. Ich halte mich da raus. Schauen wir mal ganz kurz, meine Freunde, wie sehe das Kind aus von Papa Platte und Bibi. Papa Platte und Bibi, glaube ich, eine Paarung, die niemals irgendwie zustande kommt, zumal Bibi halt schon einen festen Ehepartner hat und schon zwei Kinder hat und Papa Platte, ja, also... Er ist halt Papa Platte und ich glaube nicht, dass das... Ach, ich meine... Ach so, an sich? Also der Boy sieht extrem gut aus, das Girl eigentlich auch. Ein bisschen zu viel von Kevins Augenbrauen bekommen. Ich glaube, das ist nicht ganz so förderlich für ein Mädchen. Aber trotzdem extrem attraktiv auf jeden Fall. Schauen wir mal ganz kurz auf der anderen Seite, wie das aussehen würde. Wenn wir mal ganz kurz die Rollen tauschen. Ja, nee, also rechts das Mädchen ist abs... Also das Mädchen ganz... Das ist wirklich... Ich bin sprachlos, Digga. Wir schauen mal ganz kurz, wie das Kind von Danny und Papa Platte aussehen würde. Weil ganz ehrlich, meine Freunde, die beiden sind ja sowieso gerade so sehr, sehr gut sich am Verstehen. Und wenn es irgendwie biologisch möglich wäre, ist es sicherlich interessant, wie Kinder von Danny und Papa Platte aussehen. Nicht, dass es irgendwann dazu kommen würde. Nicht, dass wir das überhaupt hoffen würden. Aber ich meine, Danny war in einer längeren Zeit da und vielleicht ist Kevin ja schwanger. Man weiß es nicht. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ja, Digga, rechts sieht aus wie eine Budget-Version von Mia Khalifa und links der Junge extrem lost. Ich gehe mal ganz kurz auf die andere Seite. Man muss, wie gesagt, dazu sagen, das sind natürlich hier keine also wirklich biometrischen Daten, die irgendwie ausgewertet werden. Das ist einfach irgendein blöder Filter. Aber trotzdem krass, wie viel man in den einzelnen Gesichtern von den einzelnen Menschen tatsächlich erkennt. Extrem crazy. Okay, wir schauen mal, wie es ganz kurz andersrum aussehen würde, meine Freunde. Danny X Papa Platte. Eine wilde Paarung auf jeden Fall. Und die App lädt jetzt schon etwas länger, nicht? Ich glaube, wir haben die... Ah, jetzt. Oha, Digga. Links, mashallah, das Model, Digga. Also, ich glaube, im Großen und Ganzen würde das doch funktionieren. Über rechts sprechen wir an der Stelle nicht. Wobei, ganz ehrlich, also, abgesehen von Kevins Augenbrauen, ist es eigentlich auch echt ansehnlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich würde fast schon sagen, dass alles, was Kevin mitbringt, da eventuell nicht so förderlich für das Aussehen ist und Danny einfach deutscher Adonis ist, meine Freunde.